Der nächste Morgen bricht an und es war wieder eine von diesen magischen Nächten. Ich habe 8 Stunden wirklich komplett durchgeschlafen und bin eben um 5:30 wach geworden und es war mucksmäuschenstill. Es war wirklich, es war nicht ein Geräusch. Das ist ganz selten und auch ein bisschen gruselig. Und dann jetzt aber Punkt 6 Uhr. Ich hoffe, man hört's. Da geht's dann los mit dem Vogelgezwitscher. Da fängt dann ein Vogel an und wirklich alle 5 Minuten kommt ein anderer dazu und jetzt ist es schon so ein richtiges Konzert. Morgengymnastik beendet. Auf geht's. Ich komme näher. Und noch näher. Noch näher. Plätzchen für die Nacht gefunden. Richtig, richtig schön. Und das Beste ist, ich habe Blick da auf den Pantokrator. Ja, anstrengender Tag geht zu Ende. Ich bin allerdings gar nicht mehr so viel weiter gelaufen als das Ult Piritsa. Und ja, jetzt lese ich noch ein bisschen. Und morgen ist der letzte Tag des Corfu Trails. Didum. Also, gute Nacht. Und schon ist es wieder hell. Oh. Unglaublich, wie schnell die Nächte hier jetzt umgehen. Weil ich wirklich einfach schlafe. Oh, was lage ich sonst wach nachts ab 12? Hab gefroren, immer wieder auf die Uhr geguckt, wieder so ein bisschen eingenickt. Und oh, hier schlafe ich einfach immer meine 8 Stunden durch. Das ist echt perfekt. Oh, trotzdem möchte ich gerade gar nicht aufstehen. Das ist so kuschelig. Aber ja. Das summt hier schon wieder um mich rum. Das ist der Wahnsinn. Und oh, da guckt auch schon die Sonne durch die Bäume durch. Na gut, ein bisschen bewölkt ist es immer noch. Aber ja, Mann, es kreucht und fleucht und summt und brummt und grünt und blüht hier auf Korfu. Wahnsinn. Ich glaube, ich habe jetzt insgesamt schon 5 Schlangen gesehen. Also eine nur richtig, die anderen sind dann immer ganz schnell abgehauen. 2 Skorpione, ein auf der Isomatte und gestern Morgen noch ein ganz klein. Ein Iltis, ein Fuchs ist auch schon an mir vorbeigehuscht. Also richtig, richtig schön hier. Was Flora und Fauna angeht. Gestern habe ich ganz viele Fotos von Blumen gemacht. Habe ich sonst auch noch nie.
fand ich immer ein bisschen doof. Aber gestern konnte ich nicht an mich halten, weil es hier auch, hier soll es ganz viele tolle, seltene Orchideen geben. Ich glaube, ich habe zwei davon tatsächlich entdeckt. Ich habe ja keine Ahnung. Aber ja, schon Wahnsinn, so eine Insel. Deswegen manche Sachen, da weiß ich gar nicht, was hier so endemisch ist, weil ich mich hier einfach nicht informiert habe vorher. Aber das finde ich auch, habe ich gestern Abend auch noch so gedacht. Das mache ich jetzt, glaube ich, öfter. Tatsächlich einfach so einen Wanderweg raussuchen und drauf loswandern. Und das ist, ne, so wie gestern, eigentlich ganz cool, nicht zu wissen, ob heute der Pantokrator kommt oder morgen. Oder wo man, auch heute, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie viele Kilometer es jetzt noch sind, bis Agios Spiridonas. Ja. Deswegen, ich habe natürlich bei Google Maps jetzt geguckt und es sieht aus, als wenn es nicht mehr weit ist und auf jeden Fall in einer Etappe zu schaffen zu sein. Keine Ahnung, ob ich heute Mittag dann da schon einlaufe oder erst heute Abend. Aber das ist cool, das gefällt mir. Macht es alles nochmal ein bisschen spannender. Oh, ich glaube aber, ich bleib noch eine halbe Stunde liegen, bevor ich loslaufe. Boah, da legt der Corfu Trail sich aber zum Schluss noch mal ins Zeug. Wunderschön. Und das Coole ist, ich laufe jetzt genau da im Dunst auf Albanien zu. Mein nächstes Ziel. Also ja, erstmal den Corfu Trail beenden. Aber ich versuche es ja immer als ganze Reise zu sehen. Und ja, das ist dann schon cool, dass Albanien mir jetzt quasi schon entgegenkommt. Wahnsinn! Gleich ist es geschafft. Und hier ist es. Der San Spiridon Beach. Ich habe es geschafft. Und direkt gegenüber, fast direkt gegenüber, müsste sogar Saranda sein. In Albanien, wo es morgen hingeht. Ich fasse es nicht. Ich bin da. Letzten Donnerstag, fast genau um diese Zeit, so 14, 15 Uhr, bin ich gestartet in Kafos. Und jetzt 200 Kilometer und 10 Tage später bin ich hier. Und 1000 Kilometer sind geschafft. Und es ist wieder ein Land wieder zum Abschied nehmen in Griechenland. Es war wunderschön. Ich möchte gar nicht weg, aber doch, ich freue mich auch auf Albanien. Auf jeden Fall gibt es jetzt erstmal noch einen warmen Uso aus der Plastikflasche. Auf Griechenland, auf den Corfu Trail und auf die ersten 1000 Kilometer. Lecker.